Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Sky ist am Start, also eine kleine Runde Let's Play Guild Wars 2. Und ihr seht immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Jetzt knapp 2 Stunden sind wir es am Machen. Und wir sind gerade dabei, die Informationen hier einzureichen. Was machen wir genau jetzt? Ihr habt mich so beeindruckt, dass ich euch ohne Rückendeckung... losschicke. Bei eurer nächsten Mission seid ihr auf euch allein gestellt. Warum hat Tribune Brimstone so... Tribune Brimstone hatte einige Soldaten bei der Suche nach der Lager der Flammenlegion verloren. Darum will er dabei sein. Das ist mein Problem, nicht eures. Die Asche-Legion hat andere Vorgehensweise als die Blut-Legion. Verstehe, wie lautet mein nächster Auftrag? Ich bin bereit. Wir haben das Lager der Flammenlegion gefunden. Ich möchte, dass ihr in das Lager eindringt, möglichst viel über ihre Pläne in Erfahrung bringt und dann unbemerkt wieder verschwindet. Oder zumindest von allen Lebenden unbemerkt. Natürlich, irgendwelche besondere Anweisungen? Ihr werdet diese Verkleidung brauchen, wenn ihr in ihr Lager gelangen wollt. Sie werden nicht auf euch achten, solange sie euch für einen Mann halten. Kein Problem, das schaffe ich. Noch eine letzte Sache. Der Angriff auf unsere Kaserne hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass wir unsere Hauptquartier verlegen sollten. Brimstone ist der gleichen Meinung. Meldet euch am neuen Standort, wenn ihr fertig seid. In Ordnung, ich melde mich, wenn die Mission erfüllt ist. Das habt ihr gut gemacht, Ingenieur. Viel Glück bei eurem nächsten Einsatz. Wählt eure beschlagenen Lederhandschuhe. 19, 3 Vitalität. Das sind alle Mittel, ne? Handschuhe des Schützen. 3 Präzision. Rohlederhandschuh, Verteidigung 19, 3 Kraft. Super, habe ich ja schon. Plus 3 Vitalität, plus 3 Präzision, plus 3 Kraft. Ich würde gerne auf die Kraft gehen, um ehrlich zu sein. Obwohl die schon ziemlich cool aussieht hier. Ah, Vitalität. Plus 3 Vitalität hatten wir 1148. Wow. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr Schaden austeilen. Boom! Stufe 11. Fick dich! Scheiße. Lorbeeren sind eine Währung, die durch den Abschluss täglicher und monatlicher Erfolgskategorien verdient werden kann. Mit dieser Währung könnt ihr bei Lorbeerenkaufleuten die großen Städte einkaufen. Tägliche Erfolge sind jetzt freigeschaltet. Schließt sie jeden Tag ab, um Boni und Belohnungen zu erhalten. Öffnet die Heldenübersicht und klickt auf die Registrierkarte Erfolge, um die heutige Aufgabe zu sehen. Annehmen. Ha! Kann ich die verkaufen? So ein Scheiß aber auch. So. Okay. Hab ich gesagt. Chronik. Gut, ich würde sagen, das war's dann hier erstmal, ne? Eine Verkleidung, um die Trottel von der Flammenlegion an die Nase herumzuführen? Warum schleicht ihr? Lasst sie uns einfach gleich umbringen.
Wir wollen mehr als nur Rache. Wir wollen Informationen. Das ist der Weg der Asche-Legion. Und jetzt raus hier. Ich laufe gerade völlig blind. Okay. Lassen Sie das verlassen? Ja, bitte. Boah, ich krieg gerade ein bisschen Hunger, ey. Okay. Wir bringen ziemlich viel Geschichte gerade voran, das ist schön. Bums. Scheiße. Ja, ich sehe jetzt wirklich sehr schlecht hier. Anscheinend weiß nicht, wer ich bin. Höchstens mit dem scharfen Ende eurer Waffe. Ich weise Worte. Nichts, das mehr Arme und Beine hat als ihr. Ich hab Ware. Kauft ihr was? Sorry. Hey, ich bin schon dabei. Bin doch schon dabei. Tja, die Frage ist, wollen wir jetzt noch ein bisschen Geschichte oder noch ein bisschen uns hier umgucken? Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen hier um, ne? Unten geht zum Dingens. Nebelkriegerin. Wenn ihr Fragen habt zum Nebelkrieg, ich habe Antworten. Was ist ein Nebelkrieg? In dem Nebel tobt ein Krieg. Die besten Kämpfer ziehen alle hin. Wir müssen schnell und entschlossen handeln, um den Feind abzulenken. Was ist ein Nebelkrieger? Nebelkrieger suchen Rekruten für ihre Zwecke. Sie machen fähige und willige Abenteurer aus, die wir dann nach Löwenstein schicken. Und ihr? Seid ihr willens und fähig? Ich will etwas mehr wissen. Wie erreiche ich die Nebel? Auf einem Hügel in Löwenstein gibt es ein Portal. Ihr könnt es nicht verfehlen. Ziemlich bemerkenswert schimmert blau. Eure erste Mutprobe ist es, das Portal zu betreten. Auf der anderen Seite findet ihr die Nebel. Das Portal... Das kann ich euch nicht sagen, zumindest nicht genau. Das Portal fluktuiert. An einem Tag schickt es einen anderen, am nächsten Tag kann man ganz anders rauskommen. Auf jeden Fall bringt es einen aber in den Nebel. Ich weiß doch, dass ihr im Nebelkrieg kämpfen wollt. Ich sehe den Blutrausch in eurem Blick. Und wie? Aber zögert deswegen bloß nicht. Die Kämpfe sind hart, aber ebenso jene, die an eurer Seite streiten. Ihr könnt jederzeit zurückkehren, wenn es euch als zu schwer erweist. Ja, fahr, ich bin selbst auf Werbe. Okay, hier oben geht's nirgendwo lang. Steht in Löwenstein.
bist eine Nebelkriegerin. Ach, Dios mio. Excelsior. Ja, whatever. Metal Gear Solid. Hört sich irgendwie nicht. Soll ich nämlich hier sein oder? Oh, doch, hat es markiert, okay. Tja, und jetzt? Sehr schön. Okay. Sehr schön. Hoppala. Haben wir Sehenswürdigkeiten noch hier? Aber muss ich jetzt als nächstes hin? Da muss ich. Dann würde ich sagen, wir reisen mal. Ich will jetzt ein bisschen Geschichte voranbringen. Dann können wir uns immer auch später in Ruhe alles anschauen und gucken. Weil unten, wenn man alleine labert, ist das halt nicht so interessant. Da kann man nicht so viel Scheiße labern. Und wenn ich jetzt zu März sind, dann können wir uns da gemütlich unterhalten über allen möglichen Scheiß und ein bisschen umschauen. Aber so ist es, glaube ich, jetzt erstmal interessanter, ein bisschen Geschichte zu erfahren. Okay. Die weiße Stadt Erastide, oder wie die hieß, ne? So, muss ich hin? Da muss ich hin. Nix in der Nähe? Ah, da war ich ja schon drin. Retter der Flammenlegion als Ascalonia töten. Wenn ihr lang genug am Leben bleibt, dürft ihr beides. Machen wir mal Schnellreise, damit es ein bisschen vorwärts geht hier. So, wir waren ja hier schon komplett überall. Ich kann mich aber daran erinnern, die Mission haben wir schon mal gemacht, so selber aus Versehen. Stufe 6 reduziert, ey. Willst du mich verarschen? Aha. Hey, Dude. Was bist du denn für einer? Ich kann nicht mit ihm sprechen. Okay. Die Flammenlegion wird euren Namen nicht so schnell vergessen. Wir haben sie beim Kragen. Was gefunden in der Höhle? Okay.
Ja, Instanz betreten. Ein Spion für einen Spion. Wer ist das denn, Alter? Digga. Die ist ja brutal. Brutal. Verdammte Befehle. Ihr dürft euch all den Gefahren stellen und ich muss mich wie ein Junges verstecken. Ich werde hier sein. Reale. Ich werde ein paar für euch übrig lassen. Ihr wollt alleine reingehen? Soll denn am Ende nur noch ein Mann-Trupp übrig sein? Natürlich wäre es nett, wenn ich endlich die Befehle geben könnte. Aber an wen? Seid nicht so voreilig. Noch gehöre ich zu diesem Trupp. Bleibt wachsam. Wenn ich falle, macht ihn für mich die Hölle heiß. Sagt mir das Passwort, sonst verpasse ich euch ein zweites Lächeln gleich unter eurem Kinn. Gebt Frieden. Die Losung lautet Brandseele. Oh, habt ihr eine Erkältung oder sowas? Mir geht es gut. Ich bin ein Mann und mir geht es gut. Also geht mir jetzt aus dem Weg, bevor ich euch die Hörner abreiße und sie euch in die Nase stecke. Schon gut, rein mit euch. Ihr seid schon spät dran für die Einsatzbesprechung. Mir geht es gut. Ich bin ein Mann und mir geht es gut. So ein Schwachsinn. Soweit der Befehl von Tribulus Trauerklinge. Wenn wir es richtig machen, sehen Blut und Eisen das Ende nicht mal kommen. Alle bereit? Gut. Fertig machen und Abmarsch. Nieder mit der schwarzen Zitadelle. Mich anzustarren könnte sich als gefährliche Angewohnheit herausstellen. Was wollt ihr? Ihr seid zu spät gekommen. Ist nicht mein Problem. Eisenlegion-Schwindler. Fragt ja, wenn wir erstmal den Eisenlegion-Typen ansprechen. Was wollt ihr? Ich unterwandere die Eisenlegion. Ich brauche Informationen. Ihr wollt ausführliche Instruktionen? Beweist erstmal, dass ihr die Grundlagen beherrscht. Nennt mir einen Tribun der Eisenlegion. Ganz recht. Den ersten Test habt ihr also bestanden. Aber es ist noch ein weiter Weg, bis ihr für Eisen bestanden habt. Genau darum brauche ich eure Hilfe. Verratet mir den Plan und ich werde eure selbst hereinlegen. Der neue Centurio der Blutler ist Volante Zerfurte. Jung und eine Frau. Aber unterschätzt die Blutlegion nicht. Ihre Ermordung wird ihre Legion aufstacheln, wie ein Feuerbrand ein Verschlingern ist. Wir verkleiden uns als Eiserne, töten Volante und Eisen kriegt die Schuld. Genial. Okay, verstehe. Wer seid ihr? Irgendein Schrotter, der noch schnell zur Siegerlegion überlaufen will, bevor es zu spät ist? Dieser schwachsinnige Wachposten hat mich aufgehalten. Hört auf, euch aufzuspielen und sagt mir, was ich verpasst habe. Dies ist mir so wichtig, wir dürfen keine Zeit verlieren. Bitte erzählt mir, was habe ich verpasst. Es ist nur die Schuld des Wachpostens, dass ich zu spät komme. Ihr seht aus, als könntet ihr mir sagen, was ich verpasst habe. Ganz so einfach ist es nicht, Soldaten. Ihr müsst euch für die Antwort schon ein wenig anstrengen. Sehen wir doch mal, ob ihr das Zeug zum Soldaten der Blutlegion habt. Kommt und kämpft gegen mich. Gut, ihr wollt euch mit mir nicht sagen, dann werde ich einfach aus euch rausprügeln. Oh, jetzt macht ihr mich echt sauer. Woher weißt du, dass ich eine Dame bin?
fingen die Sache Blut an, Eisen schlägt zurück und in der Zitadelle fliegen die Klauen. Dann kommen wir. Centurio der Flammenlegion. Machen wir doch. Mich anzustellen könnte ihr welch. Ich würde über die Operation. Ich freue mich darauf. Könnt ihr mir mehr darüber erzählen? Dank der harten Arbeit von Tribulus Trauerklinge und seiner Gerissenheit kämpft Eisen gegen Blut und Blut gegen Eisen. Und am Ende siegen die Flammen. Macht euch bereit zum Aufbruch. Jawohl. So, ihr Magen, jetzt haltet mal die Backen. Es gibt Arbeit. Ein kleiner Schubs und Blut und Eisen geht sich an die Gurgel. Wir gehen rein und räumen auf. Hey, kommt zurück und lasst mich raus, damit ich kämpfen kann, ihr Feiglinge. Ich habe es verdient, im Kampf zu sterben. Ihr verschwendet nur eure Zeit, ihr mit euren Flammen. Foltert mich so wie viel ihr wollt. Ich werde nicht reden. Ich liebe Schmerzen. Schmerzen bringen mich richtig zum Schnurren. Seid leise, ich gehöre nicht zur Flammenlegion. Ich bin nicht hier, um euch zu foltern. Holla, ihr seid weiblich. Wow, ihr müsst von der Asche-Legion sein. Ihr seid ziemlich gerissen. Halt mich hier raus, ja? Sie werden mich töten. Ganz langsam. Und diese Art zu sterben, kann ich nicht ausstehen. Ich höre euch da raus. Wo ist der Schlüssel? Der Kerkermeister hat ihn. Aber es herrscht großes Chaos, so kurz vor dem Angriff. Es kommen laufend neue Befehle von oben. Die Soldaten rennen wie kopflose Hühner durch die Gegend. Das Chaos könnte hilfreich sein. Verhaltet euch ruhig und bleibt unauffällig. Passt auf, ihr befindet euch jetzt in meinem Territorium. Was wollt ihr? Ich habe neue Befehle vom Centurio für diesen Gefangenen. Noch mehr neue Befehle? Das ist verrückt. Die rechte Pfote weiß nicht, was die linke tut. Was ist es diesmal? Eure Hartarbeit zu schätzen, er hat mich geschickt, um euch zu entlasten. Er hat mich tatsächlich bemerkt? Das wäre das erste Mal, aber ich könnte wirklich eine Pause gebrauchen. Ich werde mich erstmal ausruhen. Gib mir einfach Schlüssel und ich übernehme das hier. Charm for the win. Ich bin schließlich ein Weibchen. Männerköpfe verdrehe ich im Schlaf. Hoffentlich nehmt ihr mich dieses Mal mit. Für eine richtige Befreiung ist es besser, den Befreiten auch mitzunehmen. Ruhe, ich habe den Schlüssel. Sobald ich die Wachen beseitigt habe, können wir hier raus. Moment! Diese Teufelskerle haben mich gefoltert und meinen ganzen Trupp ausgelöscht. Wenn wir kämpfen müssen, möchte ich es ihnen heimzahlen, bevor ich verschwinde. Aha. Hoffentlich seid ihr während eurer Gefangenschaft im Käfig nicht eingerostet. Dann auf der Fressbrett attack-mäßig bämmen. Also Gegnerpetten bringt irgendwie gar nichts. Du kannst erstmal schlafen legen, Junge! Das war nur der erste Kampfdruck. Die anderen werden mich nicht so leicht davon. Gefangen ist frei. Helft mir diesen Idioten wieder in seinen Käfig zu sperren. Du darfst auch gerne was machen. Bam, 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 bam. Leg dich hin! Ich kümmere mich um den hier. Bam, 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 bam. Oh, da ist noch einer. Ein Pirscher. What the fuck? Wuhu! Ausweichmanöver. Da. Weg mit euch. Wuhu! Kann ich ja noch teleportieren oder was? Jawohl, die Leiche hat noch den Schuss aufgehalten. Die kann mal ein bisschen Action hier rein. Ich werde euer Blut
Raus hier, ganz schnell. Oder auch nicht. So. Er ist unser Gefängniswärter. Das war der Big Boss. Leg dich schlafen! Oh, er ist fast down, Alter. Ich muss ihn retten. Oh, er lebt noch. Fühlt sich das gut an, endlich aus dieser Flammenlegion-Verkleidung rauszukommen? Ihr seht so auch viel besser aus. Mein Blut ist Khan Ur. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte das Gleiche für euren Trupp tun können. Die Flammenlegion wollte den Wachdienstplan der Zitadelle und hat meine Freunde einen nach dem anderen umgebracht, um ihn zu bekommen. Ich war als Nächster dran. Das verstehe ich. Geister und Inkompetenz haben mich den größten Teil meines Trupps gekostet. Aber ihr müsst kein Gladium werden. Schließt euch unserem Trupp an. Mit Freuden. Ich schulde euch mein Leben. Versprecht mir nur, dass wir die Straßen der Zitadelle mit den Kadavern der Flammenlegion pflastern werden. Verlasst euch drauf. Aber bringt euch jetzt erstmal in Sicherheit. Draußen steht ein Truppmitglied. Winkt ihm und sagt, ihr gehört zu mir. Dann bringen sie euch zur Zitadelle. Wir treffen uns dort, wenn ich hier fertig bin. Bam, Alter! Haben wir einen dicken Freund haben wir hier gefunden, Alter. Einer, der uns gehört, zu unserem Trupp gehört. Aber ist er nicht einer der Blutlegion? Kann er einfach so einem Trupp von uns beitreten? Kann er einfach so? So einfach? Ja, machen wir einfach. Vielleicht hätte ich jetzt rausgehen sollen. Ich bin draußen. Jo, ein Glück aber auch. Hier liegt eine Tote auf dem Boden. Falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, ihr Stein, Rissschlag und Spaltschlag gedönse Leute. Sie ist in Raserei verfallen. An eurer Stelle würde ich dir nicht den Rücken zukehren. Eine erzürnte Brutmutter hat auch im Nu geröstet. Hat euch im Nu geröstet, bevor ihr überhaupt wisst, wie euch geschieht. Hier nicht etwas über freundlichen Schnaps. So. Zeit zu gehen. So, warte mal, was ist? Ah, da. So, ja, noch eine dicke Herausforderung hier. Oh! Jetzt müssen wir es noch beenden. Bam, jetzt sogar sie zurückweichen. Besiegt die Brutmutter! Bam, Alter! Gold! 36 Karma-Punkte. Durchsuchen. Okay. Ja, Leute. Mit dieser Angelegenheit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wie immer, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao.